Auf die dringende Bitte seiner Mandantin sucht Bernd Römer am nächsten Morgen Julis Studentenwohnung auf. Angela Seiters hat die Nacht am Krankenbett ihrer 21-jährigen Tochter verbracht und sie in der Früh von der Klinik nach Hause gefahren. Nun will die besorgte Mutter mit Hilfe ihres Anwalts die Wahrheit über Julis älteren Freund herausfinden. Geh mal aufmachen, ja? Hallo, Frau Seiters. Weißt du, Tochter Bescheid, dass ich komme? Ja. Nicht? Gut, dann wird das jetzt eine Überraschung. Nachhin. Ja, danke. Juli. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, wer sind Sie? Grüße Sie. Das ist Herr Römer, ein Rechtsanwalt, den ich beauftragt habe. Was macht ein Rechtsanwalt für was auch immer du dem brauchst in meiner Wohnung, Mama? Ich glaube, Frau Seiters, es ist das Beste, wir reden mit Ihrer Tochter direkt Klartext. Juli, darf ich du sagen noch? Ja. Juli, deine Mutter macht sich sehr große Sorgen. Einer ihrer Patienten hat ihr Gewaltfantasien anvertraut. Er hat angekündigt, dass er seiner Freundin etwas antun will, dass er sie möglicherweise sogar umbringen will. Und wir haben Grund zu der Annahme, dass du diese Freundin bist. Ich? Nee, die bin ich nicht. Juli, hast du denn einen Freund zurzeit? Das ist Birkner. Das ist doch dein Freund, oder? Ist er das? Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich kann lieben, wen ich will. Ich hab dir deswegen nichts von Lothar erzählt, weil du schon so doof geguckt hast, als ich dir gesagt habe, dass er älter ist als ich. Juli, hör zu. Es geht nicht darum, dass dieser Mann älter ist als du. Davon reden wir überhaupt nicht. Dieser Mann ist hochgefährlich. Das ist ein Psychopath. Juli, hör mal zu, der ist mehrfach vorbestraft. Der ist vorbestraft wegen Gewalt, die er gegenüber Frauen begangen hat. Der hat mehrere Therapien abgebrochen. Der ist nicht therapierbar. Der ist brandgefährlich, Juli. Lothar ist nicht gefährlich. Lothar liebt mich und ich liebe Lothar auch. Was redet ihr da? Komm, das mit deiner Rippe, das war er doch, oder? Deswegen nein, das war er nicht. Ich war daran schuld, davon Mama. Erzählt. Ich war schuld. Ich habe ihn provoziert. Deswegen hat das gemacht. Und jetzt tut's ihm auch leid. Klar, jetzt willst du mir erzählen, das ist deine Schuld, wenn er dich schlägt? Geht's noch? Hör zu, dieser Mann ist hochintelligent und der ist hochmanipulativ. Der redet dir alles ein und der redet so ein, dass du am Ende denkst, du bist schuld, er ist der Gute und alles ist in Ordnung. Es ist nicht so. Der spielt ein Spiel mit dir. Verstehst du das? Hör auf, Lothar schlecht zu machen. Ich kenne den Mann. Und ich liebe ihn. Und das wird auch so bleiben. Hat dich im Griff. Und jetzt raus aus meiner Wohnung. Raus. Sei auf der Hut. Wir gehen. Alles gut. Kommen Sie, Frau Seiters. Das hat so keinen Sinn mehr. Und du kümmer dich um deine Patienten, Mama. Das kannst du sowieso am besten. Hör zu, Juli. Dieser Mann ist hochgefährlich. Denk darüber nach. Kind, du bist komplett durch den Wind. Ach, raus jetzt! Ich will, dass ihr geht! Okay, wir gehen. Raus! Pass mal auf, wir machen das anders, Frau. Ich bin total geschockt. Das ist meine Tochter, mein Mädchen. Sie steht total neben sich. Sie lässt sich misshandeln und sagt doch noch, sie sei selbst schuld daran. Aber was sollen wir denn jetzt machen, Mensch? Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist und ich kann sie aber nicht schützen, weil sie sich nicht schützen lässt. Wir werden jetzt als erstes die Polizei einschalten. Das machen wir auf jeden Fall. Wir werden Strafanzeige erstatten in Ihrem Namen wegen der Körperverletzung. Ihre Tochter hat uns gegenüber ja zugegeben, dass die angebrochene Rippe auf das Konto von diesem Birkner geht. Das Problem wird nur sein, gegenüber der Polizei wird sie den Schutz nehmen. Da wird sie ihre Aussage relativieren, da wird sie es nicht sagen. Und dann sind der Polizei quasi die Hände gebunden. Ja, aber was können wir denn jetzt tun? Wir müssen sie doch irgendwie schützen können, wenn sie ihre Gefahr nicht erkennt jetzt. Sie ist ja total neben sich. Ich habe das Gefühl, sie hat eine Gehirnwäsche hinter sich. Eine Gehirnwäsche, das ist ein gutes Stichwort. Wissen Sie, was es da vielleicht gibt? Das Betreuungsrecht, das kann uns vielleicht weiterhelfen. Und das könnte Ihrer Tochter einen gewissen Schutz vor sich selber bieten. Wir müssten versuchen, sie unter Betreuung stellen zu lassen, zumindest zeitweise. Mhm. Da sind die Hürden aber sehr hoch. Das Gericht müsste sozusagen befinden, dass Ihre Tochter nicht mehr eigenverantwortlich ihr Leben gestalten kann. Wenn es einen Betreuer gibt, dann kann der bestimmen, wo ihre Tochter den Aufenthaltsort hat. Das heißt, er kann sie sozusagen in Sicherheit bringen. Er kann ein Kontakt- und Hausverbot gegenüber dem Birkner erwirken. Also es gibt schon einen Schutz. Das Problem ist nur, wie bekommen wir diesen Antrag durch? Wissen Sie, das Gericht wird sich nicht darauf verlassen, was Sie erzählen und was ich erzähle. Was wir brauchen, damit unser Eilantrag Erfolg hat, ist ein psychiatrisches Gutachten. Wir brauchen eine Psychiaterin oder einen Psychiater, der den Geisteszustand ihrer Tochter, der wirklich feststellt, ist sie dem hörig? Kann die das noch eigenverantwortlich übersehen, was die da tut? Kennen Sie da irgendjemanden? Ja, meine Freundin Vera, die ist zugleich Therapeutin und die könnte ich fragen. Und da vertrauen Sie. Ja, machen Sie das. Fall. Kontaktieren Sie sie und was ich machen werde ist, ich gehe zur Polizei und ich erstatte die Strafanzeige. Das ist das, was wir momentan machen können. Ja, verstehe. Und
Gut, ich kümmere mich drum. Sofort hat Angela Seiters das erforderliche psychiatrische Gutachten von ihrer Kollegin bekommen. Dem Eilantrag auf Betreuung ist daraufhin am nächsten Tag vom Gericht stattgegeben worden. Die Therapeutin hat zwar ein schlechtes Gewissen, ihre 21-jährige Tochter auf Schritt und Tritt bewachen zu lassen, aber es geht um Julis Leben. Bist du eigentlich völlig, Mama? Tut mir leid, Frau Seiters, ich konnte sie nicht aufhalten, ist einfach reinmarschiert. Ja, ist schon gut, Tina, ich regle das. Juli, ich bin mitten in einer Sitzung. Das ist mir doch scheißegal, so wie du dich in mein Leben einmischst, muss ich ja wohl gar keine Rücksicht nehmen. Kannst du nicht kurz warten, wir sind hier gleich fertig, dann können wir reden. Reden? Jetzt willst du reden? Geht's noch? Du kannst mich doch nicht einfach unter so eine dämliche Betreuung setzen. Mensch, ich habe meine guten Gründe dafür, ja? Ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe wirklich Angst, dass dir was passiert. Ja, du hast für alles deine guten Gründe. Du kannst dein Helfersyndrom hier an deine Patienten ausüben, aber doch nicht an mir. Komm, Juli, jetzt beruhig dich bitte, wir klären das später. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich, ja? Genau deswegen haben wir das so gemacht. Es kann nicht sein, ich will nicht, dass dir irgendwas passiert, ja? Sorgen. Das Einzige, was du willst, ist deine Macht ausüben. Aber jetzt pass mal auf, wenn das hier vorbei ist, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Verschwinde aus meinem Leben, ich komme gut ohne dich klar. Tut mir wirklich leid, ja, aber wie Sie sehen, habe ich auch meine Probleme. Ja, das war nichts übersehen. Es tut mir weh, dass Juli nicht erkennt, dass ich einfach nur ihr Bestes will. Anhand ihrer Reaktion erkenne ich allerdings, dass sie überhaupt nicht wahrhaben will, dass Lothar Birkner ein sehr gefährlicher Mann ist. Hoffentlich wird sie mir eines Tages verzeihen und verstehen, warum wir so gehandelt haben. The story of my life, Juli hat ihren 24 Jahre älteren Freund Lothar Birkner zwar noch nicht wiedergesehen, aber natürlich darf die Studentin auch am nächsten Tag keinen Schritt ohne den gerichtlich bestellten Betreuer machen. Carsten Wiechert ist verpflichtet, ihr nicht von der Seite zu weichen, denn der psychisch schwer gestörte Lothar Birkner kann jeden Moment aus dem Nichts auftauchen. So, also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen helfen? Ich brauche Ihre Hilfe nicht, danke. Ja, was wollen Sie denn? Kann ich vielleicht auch mal 2 Meter ohne Sie laufen, dass Sie ständig an mir dranhängen? Oder muss ich Sie auch noch um Erlaubnis bitten, hier irgendwas zu kaufen? Na, ist ja schon gut, ja? Ich bleib trotzdem ein bisschen in der Nähe. Das ist ja ein Zufall, ha? Lothar, wo kommst du her? Ich komm von draußen rein, wie der Weihnachtsmann. Der kommt auch von draußen rein. Verstehst du? Ich gehe hin, wohin ich will, verstehst du? Auch wenn das anscheinend jemand versucht zu ändern. Was? Was meinst du damit? Die Bullen waren bei mir. Die haben mich so komisches Zeug gefragt nach dir. Und jetzt sehe ich dich da mit diesem Aufpasser rumtouren. Komisch, ha? Ich hab da auch keine Lust drauf, aber ich kann da nichts für. Jetzt pass mal genau auf, Mädel. Ob du den Rechtsanwalt einschaltest oder die Polizei oder das Äffchen da die ganze Zeit hinter dir herrennt, ist mir scheißegal. Früher oder später kriege ich eine von euch, verstehst du mich? Was? Was soll das heißen? Entweder dich oder deine Mami. Und dann wird abgerechnet. Klar. Sie sind doch mit dem Auto da. Ja? Bitte, wir müssen sofort fahren. Ich muss mit meiner Mama sprechen. Was bitte, ist, sofort. Was ist denn passiert? Irgendwie hat es gerade Klick gemacht. Wie kalt Lothar war und dass er meine Mama bedroht hat. Ich habe gedacht, das macht er aus Liebe oder vielleicht Eifersucht. Aber jetzt ist ganz klar, der will uns fertig machen. Völlig eingeschüchtert hat Juli mit ihrem Smartphone die Nummer von Bernd Römers Kanzlei herausgesucht und den Anwalt über die unmissverständliche Drohung von Lothar Birkner informiert. Die 21-Jährige ist direkt zu ihrer Mutter in die Praxis geflüchtet. Die beiden völlig verängstigten Frauen erwarten Bernd Römers Ankunft. Hallo zusammen. Guten Tag. Hallo. Gut, dass Sie mich oder dass du mich sofort angerufen hast. Hallo, Frau Seiters. So, selbst mal ablegen. Was genau ist denn passiert? Ich war einkaufen und der Lothar muss mir gefolgt sein. Als mein Betreuer weg war, hat er mich angesprochen. Der hat mir gedroht. Der hat meiner Mama und mir gedroht, dass er uns was antun will. Gut. Dann ist die Maske jetzt ja endgültig gefallen. Er macht jetzt keinen Hehl mehr daraus, was er wirklich vorhat und worum es ihm wirklich geht. Jetzt wird mir einiges klar, wie naiv ich war. Es ging gar nicht um mich und ich habe mir das die ganze Zeit eingeredet. Ich habe mir gedacht, die Scheiße, die er baut, macht er irgendwie noch aus Liebe. Und ich kriege das irgendwie wieder hin. Lothar macht gar nichts aus Liebe. Der will uns einfach nur in Angst und Schrecken versetzen. Ja, das ist ein ganz kranker und gefährlicher Mann. Das wollte ich doch nicht wahrhaben, aber
als er mit mir geredet hat und wie kalt er war. Aber er spielt irgendein falsches Spiel mit uns. Das tut er. Es ist ein kranker Mensch. Und er hat sich ihre Mutter als Therapeutin ganz gezielt ausgesucht, weil er wusste, er kann dann hinterher sie beide in Angst und Schrecken versetzen. Und der hat Spaß an ihrer Angst. Das ist sein Ziel. Das ist ein kranker Mensch. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass er tatsächlich eine Bedrohung ist. Das ist jetzt angekommen. Und ich glaube, das ist auch bei dir wirklich angekommen. Ja. Gut. Mhm. Das ist ja schon mal was. Schon angekommen. Also für mich macht das jetzt schon gar keinen Unterschied mehr, ob er jetzt nur meine Tochter bedroht oder uns beide. Frau Seiters, ich halte es wirklich für das Beste, wenn Sie beide die Stadt verlassen würden. Hört sich dramatisch an, aber das ist das Beste. Gehen Sie aus der Schusslinie. Also das geht auf gar keinen Fall. Ja? Warum nicht? Ich habe hier Patienten, die mich brauchen. Die kann ich nicht einfach im Stich lassen. Ihre Tochter braucht sie doch auch. Können Sie dann nicht irgendwie eine Notfall-Hotline einrichten? Dann können Sie telefonisch eine Sprechstunde machen. Nein, das geht nicht. Nein, also ich habe Menschen, die kommen zu mir, für die ist jeder Tag ein Kampf. Die kann ich auf gar keinen Fall alleine lassen. Für die bricht sonst eine Welt zusammen. Aber Juli, du könntest doch mal für eine Weile aus Berlin verschwinden. Dann bist du wenigstens in Sicherheit. Nein, dadurch ist mir einiges klar geworden. Ich gehe erstmal ohne dich nirgendwo mehr hin, Mama. Ja, das ist ja süß, aber weißt du, nur unter der Bedingung, dass du dann für die Zeit bei mir einziehst. Ja, klar. Das ist das Allermindeste. Und was wir auf jeden Fall machen müssen, wenn Sie wirklich diesen Praxisbetrieb aufrechterhalten wollen oder müssen, dann müssen wir dafür sorgen, dass ein Polizist abgestellt wird, der hier aufpasst, ob der hier reinkommt oder nicht und der ihn notfalls unschädlich machen kann. Das ist das Mindeste. Ja, für mich ist nur wichtig, dass ich meine Arbeit weitermachen kann. Ne? Das habe ich verstanden. Wir müssten dann aber auch dafür sorgen, dass vielleicht ein Polizist bei Ihnen zu Hause abgestellt wird, der auf dich aufpasst. Dazu musst du bei der Polizei eine Aussage machen. Du musst ihnen jetzt erzählen, dass er dich tätlich angegriffen hat, dass er dich bedroht hat zumindest. Das ist ganz wichtig. Die müssen kapieren, dass es gefährlich ist, sonst kriegst du keinen Polizeischutz. Das kostet ja ein irres Geld. Das machen die nicht einfach so. Ich mach das natürlich. Okay, gut. Dann telefoniere ich jetzt mit der Polizei und dann versuche ich das in die Wege zu leiten. Gut. Ja, okay. Ich bin froh, dass wir Juli Seiters jetzt mit an Bord haben, dass das Mädchen verstanden hat, dass der Mann wirklich gefährlich ist. Wir haben jetzt sozusagen eine einheitliche Front. Wir können uns jetzt gemeinsam überlegen, wie wir die beiden Frauen am besten schützen können. Ich werde aber auf jeden Fall auf die Mithilfe der Polizei jetzt setzen. Wir brauchen die, denn ich fürchte, Lothar Birkner kann erst dann dingfest gemacht werden, wenn er losschlägt. Bereits am nächsten Tag haben Angela Seiters und ihre Tochter Juli den beantragten Polizeischutz erhalten. Mareike Blum, die seit heute ihren Dienst undercover in der Therapiepraxis verrichtet, ist eine speziell im Nahkampf ausgebildete Polizistin. Jetzt muss Lothar Birkner nur noch in die Falle tappen. Ja, der Termin ist wie vereinbart eingetragen. Genau, da können Sie einfach vorbeikommen. Ja, schönen Tag, wiederhören. Schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ist Frau Seibach krank oder sind Sie neu? Ich bin nur die Urlaubsvertretung. Ja, wunderbar. Darf ich mal fragen, wie Sie heißen? Ja, natürlich. Frau Blum. Frau Blum, sehr schön, sehr nett. Ich bin nur gekommen, um einen neuen Termin zu machen. Den jetzigen können Sie streichen. Ich rufe dann noch mal an, wenn ich mehr weiß, wenn ich wieder kommen kann. Und wie war gleich Ihr Name? Mein Name? Zöllner, Markus Zöllner. Markus Zöllner, ich verstehe. Wenn Sie umblättern, kann ich Ihnen helfen. Und zwar stehe ich in dieser Spalte hier. Wir wissen. Ach, Markus Zöllner, ich verstehe. Möchten Sie vielleicht direkt einen neuen Termin haben? Ich melde mich nochmal. Ich rufe nochmal an, wenn ich Zeit habe. Und Frau Blum, Sie machen einen guten Job. Das muss ich Ihnen lassen. Entschuldigung, Frau Blum, war gerade jemand hier? Ja, Frau Seiters, Lothar Birkner war hier, hat es eindeutig durchschaut. Also er ist reingekommen, hat sich mit einem falschen Namen vorgestellt, wollte fahrenscheinlich einen Termin absagen, den es gar nicht gibt und ist dann auch direkt wieder verschwunden. Okay, also was er eigentlich wollte, kann ich mir ausmalen. Wir sollen sofort meinen Anwalt informieren, sobald er hier aufkreuzt. Okay, und ich rufe dabei mal bei der Dienststelle an. Okay. Einem intelligenten Menschen wie Lothar Birkner ist es natürlich zuzutrauen, dass er unsere kleine Falle sofort durchschaut. Aber so gesehen, es ging ja erstmal nur darum, ihn notfalls abzuschrecken. Es hat ja auch irgendwo funktioniert. Aber der wird sich was Neues einfallen lassen und ich fürchte, das müssen wir auch. Noch am selben Tag verabreden sich Angela und Juli Seiters mit ihrem Anwalt Bernd Römer und der Polizeibeamtin Mareike Blum in der Anwaltskanzlei.
Sie wollen schnellstens einen neuen Plan ausarbeiten, um den hochgefährlichen Lothar Bürkner endlich zu stoppen. Gut, dann ist es anscheinend so, dass der Herr Bürkner unsere Falle durchschaut hat. Ja, also für mich war das ganz eindeutig. Warum hätte er sonst einen falschen Namen nennen sollen? Er ist auch direkt wieder verschwunden. Und letztendlich weiß er ja auch, dass die Polizei gegen ihn ermittelt. Gut. Ja, das heißt natürlich, er wird in der Praxis wohl nicht mehr aufschlagen. Das wäre für sich betrachtet ja gar nicht so schlimm. Aber das heißt ja leider nicht, dass er sich von seinem Vorhaben insgesamt abbringen lässt. Das ist das Problem. Genau. Er wird ja weitermachen. Und wir können wirklich nichts unternehmen, trotz seiner Ankündigung. Wir müssen warten, bis er über eine von uns herfällt. Das Problem ist, dass wir so erstmal nicht handeln können. So ist jetzt erstmal die Rechtslage. Wir müssen in der Tat darauf warten, dass er aus der Deckung kommt. Es gäbe vielleicht eine Möglichkeit, das etwas zu beeinflussen, aber das ist nicht ganz ungefährlich. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das vorschlagen soll. Aber Gefahr hin oder her, wir müssen die Situation jetzt endgültig mal beenden. Gut, dann sage ich Ihnen jetzt, was ich vorhabe. Bernd Römer ist sich bewusst, dass seine Mandantinnen ein Risiko eingehen. Aber seiner Meinung nach ist der Wahnsinn von Lothar Bürkner nur aufzuhalten, wenn die beiden Frauen ihn geschickt ködern. Der Plan ist nicht ohne Risiko, aber wir müssen Lothar Bürkner auf frischer Tat erwischen, um ihm das Handwerk zu legen. Und so wie die Situation jetzt ist, ist es Mutter und Tochter auch nicht mehr zuzumuten. So kann es nicht weitergehen. Julia Seiters und ihre Mutter Angela werden von einem Psychopathen verfolgt. Nun wollen sie den raffinierten und gefährlichen Lothar Bürkner stellen und täuschen deshalb einen harmlosen Wochenendausflug in ihr einsam gelegenes Ferienhaus vor. Ich bin's doch nur, erschreck dich nicht. Ich war gerade draußen, hab noch Gartenarbeit gemacht, aber es scheint alles ruhig zu sein. Ich hab so Angst. Ich hoffe einerseits, dass der Plan natürlich aufgeht, aber ich habe auch Angst, dass Lothar hier auftaucht. Lothar! Genau, da bin ich schon. Schön ruhig hier. Da stört uns auch keiner für unsere schöne Party gleich. Was wollen Sie hier? Abrechnen! Was denn sonst? Was haben wir Ihnen getan? Das ist ja das scheiß Problem bei euch, verdammten scheiß Psychos. Ihr denkt immer, dass ihr genau wisst, was in den anderen Leuten vorgeht. Dabei könnt ihr euch noch nicht mal selber helfen. Lasst das Scheiße nochmal stehen. Lasst es stehen. Lasst es verdammt nochmal stehen. Wissen Sie was, Lothar? Ich will Ihnen gar nicht mehr helfen, weil ich längst eingesehen habe, dass ich das nicht kann. Sie sind wahnsinnig. Ich bin nicht irre. Ich bin doch nicht verrückt. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich mache euch beide kalt. Auf euch Scheißweiber kann man sich einfach verdammt nochmal nicht verlassen. Was ist denn das? Hä? 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 Was ist das? Hey! Lass das Messer fallen! Lothar, mach das! Messer runter! Komm hin! Komm runter! Runter! Hey! Ist in Ordnung. Los, komm hoch! Komm hoch! Das Spiel ist aus. Das Spiel ist aus, Herr Bauer. Drecksweiler! Das ist genauso gelaufen, wie wir das gehofft und wie wir das geplant hatten. Und das haben wir meiner Mandantin, der Frau Seiters und ihrer Tochter zu verdanken. Lothar Bürkner wird jetzt für lange Zeit aus dem Verkehr gezogen, für sehr lange Zeit, vielleicht sogar für immer. Und das Wichtigste ist, für meine Mandantin und ihre Tochter kann jetzt wieder ein ganz normales, friedliches Leben beginnen. Tja, Juli, man kann eben halt nicht jedem helfen, auch wenn man das gerne möchte. Du und dein Helfer-Syndrom. Ja. Ich möchte nur nie wieder, dass wir beide so weit auseinanderdriften. Nein, das verspreche ich dir wirklich. Verspreche mir das. Ich bin einfach jetzt nur noch total erleichtert und unglaublich stolz auf meine Tochter. Denn nur mit ihr hat der Plan funktioniert. Ich bin einfach nur froh, dass uns beiden nichts passiert ist. Dank Rechtsanwalt Bernd Römer und seines Plans und der mutigen Umsetzung seiner Mandanten Angela und Juli Seiters braucht sich jetzt auch keine andere Frau mehr vor Lothar Bürkner zu fürchten. Er wird in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.